Hi und willkommen zu meinem neuesten Video. Heute habe ich eine Base-Routine für euch, wie ich meine Grundierung wirklich jeden Morgen für Morgen für Morgen mache. Was immer das gleiche ist, dachte ich, ich drehe einfach mal ein Video ab und dann verlinke ich euch das einfach immer, wenn ich irgendein Make-up-Tutorial mache, damit ich meine Grundierung nicht jedes Mal mit abfilmen muss. Ja, dann will ich gar nicht lange labern und dann geht's auch schon los. Viel Spaß! Zunächst mache ich mir mal meine Haare aus dem Gesicht, ne? Wäre ja mal ein guter Anfang. Dann nehme ich eine Feuchtigkeitscreme. Das ist wichtig, sowohl im Sommer als auch im Winter, weil die Haut Feuchtigkeit braucht und durch Make-up und Wetterumstände ausgetrocknet wird. Und dann nehme ich am liebsten die hier von Yves Rocher. Falls ich irgendwelche roten Stellen im Gesicht habe. Und da habe ich zurzeit den HD Studio Photogenic von NYX. Stellen sieht, dann ist es eigentlich nicht so schlimm, denn jetzt kommt eh die Foundation. Und zwar benutze ich derzeit die Whitney Foundation von Maybelline in der 105. Das ist was auf meinen Handrücken und verteile das jetzt erstmal in mein Gesicht. Dann verteile ich das Ganze mit einem Foundation-Pinsel. Ich arbeite erst von innen nach außen und dann arbeite ich es in Kreisbewegungen in meine Haut ein. Nehme ich einen Concealer, der etwas orangestichiger ist, beziehungsweise etwas dunkler, und zwar für meine lilanen Augenringe, die ja immer da sind. Und dann nehme ich den Fit Me Concealer von Maybelline. Farbe 10. Mein Make-up-Eye und tupfe das Ganze einmal ein. Mir einen hellen Concealer, um die T-Zone zu highlighten, und da habe ich derzeit zwar den Manhattan Wake Up Concealer, Farbe 001 Naturell. Da arbeite ich immer mit einem feuchten Make-up-Eye ein. Und da kann man gleich ein bisschen was verbinden, weil sein Make-up-Eye sollte man jeden Tag säubern. Weil das ist nämlich der reinste Bakterienherd, wenn ihr das nicht macht. Deswegen werde ich den jetzt waschen und dann ist er ja gleich feucht und da kann man das gleich verbinden, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und dann den Concealer einarbeiten. So, das Make-up ist gewaschen, jetzt kann es ans Eintupfen gehen. An der Reihe, und zwar nehme ich dafür von Catrice das Nude Illusion Loose Powder. Also einen dreieckigen Beauty-Schwamm. Während das Puder baked bzw. den Concealer settet, mache ich schnell meine Augenbrauen. Wenn ihr mal ein Augenbrauen-Routine-Video wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Bis gleich. So, meine Augenbrauen are done. Und jetzt nehme ich diesen flauschigen Pinsel und mache es bei meinem Baking-Puder weg. Jetzt an eine meiner Lieblingssachen, und zwar ans Konturieren. Dafür nehme ich meine heiß geliebten NYX Konturpalette und einen Pinsel zum Konturieren. Zuerst machen wir nämlich die dunklen Töne. Dafür nehme ich einmal diesen Ton. We'll be right back.
Contouring vor allem an den Wangenknochen. Liebe. Ich liebe es, wenn die Wangenknochen durch Contouring so krass hervorgehoben werden. Ich liebe es. Deswegen nehme ich jetzt nochmal den dunkelsten Ton der Palette. Ganz leicht am Haaransatz nochmal rein, um es nach hinten hin ein bisschen zu vertiefen. Verblenden, das ist das A und O. Nehme ich mir einen Pinsel für die hellen Stellen, für die Wangenknochen, für die Nase und für die Stirn, nehme ich einmal diesen Ton. Und über der Lippe nehme ich einmal diesen Ton. Um das Contouring hier an den Seiten noch etwas schärfer zu machen, nehme ich den gelblichen Ton. Ich bin angelangt, wo ich meine Wangen mit etwas Rouge bezaubere. Mein Favorite zurzeit ist aber der von NYX. Wer hätte es gedacht? Ich liebe diese Marke. Und dazu nehme ich einen schrägen, aber abgerundeten Pinsel und trage ihn dann gleichmäßig auf meine Wangen auf. Da gehe ich zuerst immer hier lang und dann, wenn es nicht mehr so stark pigmentiert ist, mache ich auf meine Wangen so ein bisschen rund. Highlight angekommen, wortwörtlich. Und zwar nehme ich da einmal so einen Fächerpinsel und für kleinere Stellen nehme ich dann auch mal so einen kleinen Pinsel. Den Luminizer Sisters Palette, den Mary Luminizer. Oh mein Gott, der ist so schön. Was ich auch voll gerne mache, den Mary Luminizer mit dem Cindy Luminizer vermischen. Es gibt dann noch so einen frischen Ton und den Cindy Luminizer dann mehr in Richtung Rouge setzen, weil das ja auch so ein rosaner ist. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon mit meiner Grundierungsroutine. Dann lege ich mein Make-up noch schneller und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war es auch schon mit meinem Base-Routine-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert mal, mit was für Produkten ihr eure Grundierung oder so macht. Das würde mich auch mal interessieren. Wie gesagt, das ist einfach ein Video, was ich euch immer verlinken werde, wenn ich irgendein Make-up-Tutorial abdrehe und ich einfach meine Basic Grundierung verwende. Dass ich das nicht immer wieder abdrehen muss, weil dann werden die Videos auf Dauer nämlich echt lang und das nervt und deswegen werde ich euch dann einfach immer dieses Video hier verlinken. Natürlich werde ich über die Jahre nicht bei immer den gleichen Produkten bleiben, deswegen, wie ich schon angedeutet habe, werde ich natürlich auch mal verschiedene Produkte durch andere Marken ersetzen. Zum Beispiel meinen Concealer werde ich vielleicht mal einen von Urban Decay verwenden oder einen von NYX oder allgemein einfach mich mal durch das Sortiment von verschiedenen Marken testen. Und genau, falls ihr das nicht verpassen wollt und Make-up-Tutorials nicht verpassen wollt, dann drückt doch schnell auf Abonnieren, denn dann habt ihr das immer alles im Überblick. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, bis zum nächsten Video. Schaltet wieder ein. Bye, bye!